Es ist ein historischer Tag. Es ist der 22.02.2022. Es ist der zweite Tag der Woche im zweiten Monat des Jahres. Damn. Außerdem ist heute Tag der 1000 To-Dos. Wir haben nämlich sehr viel gedreht in letzter Zeit. Das heißt, dass dann immer sehr viel Papierkram liegen bleibt. Dementsprechend war jetzt erstmal so ein bisschen Aufräumarbeit nötig. Joscha ist heute nicht da. Der ist nämlich im Schnitt einer Produktionsfirma für die Öffentlich-Rechtlichen. Und auch die Kinder sind viel beschäftigt. Lisa schneidet hier gerade für einen Privatsender. Und das Interessanteste tatsächlich macht Tom gerade. Kein Scheiß, denn wir haben ja gesagt, wir drehen einen neuen Kurzfilm demnächst. Und damit es nicht so irgendwie verfließt und vergeht, habe ich direkt Tom dran gesetzt, mal schon mal ein bisschen in Location-Scouting reinzugehen, schon mal ein bisschen zu gucken, wo wir bestimmte Szenen drehen können, schon mal ein bisschen zu sammeln und so weiter. Und ja, wie läuft's, Tom? Ja, gestern lief es besser. Da haben wir Krankenhäuser gesucht, da hat man auch zwei gefunden. Aber jetzt versuche ich gerade leerstehende Häuser zu finden, aber bisher nicht so viel gefunden. Aber mal gucken, was heute noch kommt. Ich finde es auf jeden Fall total wichtig, dass wir da jetzt nicht zu viel Zeit ins Land gehen lassen, sondern direkt anfangen, diesen Kurzfilm anzugehen. Aber gleichzeitig Walküren nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, während ich mich später in den Schnitt setzen werde, um ein bisschen an Walküren zu arbeiten, will ich das hier schon ein bisschen parallelisiert, die Vorbereitung für den nächsten Film läuft. Bevor ich mich aber um Walküren kümmern kann, muss ich tatsächlich auch noch was schneiden, ebenfalls für einen Privatsender. Da haben wir eine Matz gedreht vor ein paar Wochen und da gibt's dann immer viel hin und her. Das ist das Geile an vielen Produktionen, die wir sonst im Comedy-Bereich haben, die sind so kurz getaktet, dass es das nicht geben kann. Die werden gedreht, geschnitten, gesendet, fertig. Deswegen bin ich auch kein Fan von so Matzen, die ewig dauern, bis sie ausgespielt werden, weil da kann es einfach endlos dauern, bis der Schnitt fertig ist. Okay, das mit dem Kurzfilm ist jetzt doch vielleicht ein bisschen kurz geraten, so im Nebensatz. Wir haben in unserem Podcast schon ein bisschen mehr darüber gesprochen und ich glaube, die meisten Infos aktuell kriegt man auch daraus. Geile Art von Schleichwerbung, ich weiß. Filmemacher, Selbsthilfegruppe auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Joscha hatte so eine Idee gesponnen aus einem politischen Gespräch, was wir letztens geführt haben. Und zwar geht es bei Joschas Idee um eine hoffentlich nicht eintretende, aber leider auch nicht sehr unwahrscheinliche Zukunftsvision von einem möglichen Krieg in Europa, der wahrscheinlich anders ablaufen würde, als wir es im Kopf haben. Wie gesagt, mehr dazu gibt es dann schon im Podcast zu hören. Meine Idee war auf jeden Fall, dass wir diesen Drive nehmen, den wir jetzt mit so einem neuen Kurzfilmprojekt gerade am Start haben, und ihn auf jeden Fall erstmal dafür nutzen, Walküren fertigzustellen. Was gefühlt wirklich nicht mehr weit weg ist. Und dass wir dann erst was Neues drehen, wenn Walküren auch fertig ist. Das soll nicht so ein großes Projekt werden wie Walküren. Das ist nämlich eine der Sachen, die wir jetzt gesagt haben, was nicht so gut geklappt hat. Walküren war viel zu fett für so eine DIY-Aktion. Wir hatten ja irgendwie 10 Drehtage oder so. Wir versuchen jetzt eher mit den neuen Sachen in 2 bis 3 Drehtage reinzukommen und eben kleinere Geschichten zu erzählen, die aber nicht minder cool sein können und sollen. Deswegen ist das ja auch so eine Art First Approach in Sachen Teamfindung. Denn ich kriege immer super viele Nachrichten, vor allem auf Instagram und teilweise auch per Mail mit Leuten, die sagen, ey, ich hätte Bock, euch mal irgendwie zu unterstützen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich muss zugeben, ich habe das nicht mehr alles auf dem Schirm. Gerade die Sachen über Instagram gehen ja sofort unter. Ich würde mich jetzt auf jeden Fall freuen, wenn Leute, die Bock haben, an einem freien Projekt mitzuarbeiten, sich melden. Im Idealfall natürlich aus NRW kommen, denn wir werden hier in der Umgebung drehen müssen. Da führt für uns kein Weg dran vorbei. Bei so freien Projekten gibt es eigentlich keine Grundvoraussetzungen. Das Einzige, was für uns total wichtig ist, ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Ansonsten ist natürlich erstmal jeder willkommen, der oder die Bock hat, mitzuhelfen. Ist natürlich keine Garantie, dass es auch dazu kommt, aber ich freue mich, wenn wir erstmal irgendwie in Kontakt treten. Ich werde so eine Excel-Liste anfangen und dann, wenn wir wirklich in die Dreharbeiten reingehen, auf die Leute zurückkommen. Das heißt, schreibt mir gerne eine Mail an marius@supersteady.de. Ich muss wissen, wie ihr heißt, ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Vielleicht, welche Position ihr euch selber vorstellen könnt. Wenn jemand ist, der noch nie am Set stand, ist es wahrscheinlich eher Setrunner, sowas in die Richtung. Aber wenn ihr sagt, ey, ich hatte schon mal eine Tonangel in der Hand, keine Ahnung, schreibt einfach dazu eure Position, die ihr entweder beherrscht oder
am ehesten könnt oder vielleicht gerne machen würdet. Und natürlich auch, wo ihr herkommt. Ja, aber wenn es gibt, vielleicht irgendwie Referenzen oder einen Instagram-Kanal oder so, wo man sich so ein bisschen umgucken kann, um schon mal einen Eindruck zu bekommen. Alles nicht so wichtig. Das Wichtigste ist Name, gewünschte Position und Wohnort. Wir würden das Ding gerne irgendwie so im März, ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch, kurzfristig, aber April vielleicht drehen. Aber viel mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir werden auf jeden Fall über Instagram, im Podcast und hier immer up-to-date halten. Ich möchte das jetzt so ein bisschen live mitnehmen diesmal. Und wenn es Updates gibt, werden die hier auf jeden Fall zuerst veröffentlicht. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich schon mal auf ein paar Mails. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die Nummer. Und kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie viel zu wenig Infos hier waren. Wenn ihr Fragen zu dem Projekt habt, irgendwas, haut das einfach direkt in die Kommentare rein. Da kann man sich vielleicht auch mal vorab schon mal ein bisschen connecten. Dankeschön. Abschließend werde ich meinen Tag jetzt mit einer schönen Runde Schnitt von Walküren. Für die Leute, die vielleicht noch gar nicht so lange dabei sind oder es nicht wissen, wir haben vor mittlerweile über einem Jahr so einen 22-minütigen Kurzfilm gedreht und der zieht sich seither Ewigkeiten durch unseren Schnitt. Das liegt an vielerlei Gründen, unter anderem daran, dass wir sehr, sehr viel gearbeitet haben und gar keine Zeit hatten, uns darum zu kümmern. Andererseits, dass wir auf sehr viele Probleme im Schnitt gestoßen sind, was die Geschichte angeht. Das hat dann dazu geführt, dass wir so ein bisschen vor uns hergeschoben haben. Bis jetzt. Jetzt sind wir nämlich endlich bei dem Punkt, an dem wir recht zufrieden doch sind und es jetzt eigentlich nur noch um Feinheiten geht. Joscha hatte jetzt bei der letzten Sichtung noch so ein paar Punkte angebracht, die fange ich jetzt schon mal an hier zu machen. Morgen werden wir uns mit Sicherheit dann zusammen dran setzen nochmal. Dann hat er angefangen, jetzt doch Mucken selber zu schreiben. Und wenn wir die Mucken haben, können wir den Schnitt finalisieren. Ich glaube, das ist so das letzte Ding, dass man dann sagt, okay, wir gucken jetzt, dass das wirklich von den Mikro-Timings her noch stimmt. Wenn das passiert ist, machen wir einen Punkt dahinter. Sagen dann, that's it, picture lock. Dann geht's zu einem Sounddesigner, zu einem Color Grader und es gibt zwei VFX-Shots, die noch gemacht werden müssen. Das sind keine großen Sachen, aber sie müssen halt gemacht werden. Und wie gesagt, durch den neuen, kleineren Kurzfilm, den wir drehen wollen, haben wir jetzt auch ein bisschen Druck im Arsch, Walküren wirklich fertig zu machen. Und ich habe auch wirklich langsam das Gefühl, es wird ein Film draus. Und das, wenn alles richtig läuft, dann guckt man am Ende ein Werk an und versteht gar nicht, wo jetzt das Problem war, weil es ja doch irgendwie alles klar ist, wie es ist. Wenn man im Schnitt sitzt, ist es das nicht. Es gab zum Beispiel einen Storyaufbau im Drehbuch und auch im Schnitt jetzt über ein Jahr lang, bei dem klar war, dass es so gesetzt. Und jetzt meinte Joscha bei der letzten Sichtung, hey, dreh doch mal die beiden Teile um und dann hat man einen viel krasseren Aufbau und es funktioniert wunderbar. Und jetzt fragt man sich so, warum ist uns das nicht vorher aufgefallen? Schnitt ist einfach irgendwie eine total verrückte Sache. Und damit beende ich den Vlog und den Tag der 1000 To-Dos. Ich habe gar nicht so viele To-Dos mit in diesem Vlog aufgenommen, muss ich sagen. Es waren noch so Sachen wie unseren Anhänger wieder rausschieben, den wir vorm Sturm gerettet haben und was weiß ich nicht was. Und ich habe viel mit Lisa gekämpft, um sie in den Schnitt dieses Projektes zu zwingen. Denn sie schneidet zum ersten Mal, glaube ich, oder zum ersten Mal so eine Privatsender-Matz. Und das ist halt nicht unbedingt großes Kino, was man da macht. Lisa, wie geht's dir? Es ging schon mal besser. Es sind wirklich ganz neue Pfade, auf denen ich an diesem Tage gewandelt bin. Aber ich glaube, Marius als Mentor war auf jeden Fall auch bereit, mich da durchzuführen. Und ich glaube, wenn man sich einmal darauf eingeschossen hat, dann kommt man auch gut damit dadurch. Nice save. Ja, die TV-Branche, sie macht euch kaputt. Hört unseren Podcast, um mehr darüber zu erfahren. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für einen Daily Vlog Klassiker von damals. So. Ich dachte, die Sturmphase wäre vorbei. Ciao. Vlog ist vorbei. Hashtag des Tages. Tag der 1000 To-Dos. Abseits davon, wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall bezüglich des Kurzfilms. Und dann sehen wir uns so bald wie möglich wieder. Tschüss.